ist die Reihenfolge. Es ist 3:45. Ich halt's nicht länger aus. Der Döner in mir. Also Halluzination ist immer noch total wichtig für mich. Wir spielen auch immer im Masi-Set immer noch 2, 3, 4 Songs von dieser Platte. Der Nazi und das Gras, der Döner in mir. So diese typischen kleinen, verkifften Geschichten so von Masi. Base Ventura ist so dieses typische Hip-Hop-Album, wo man alle Freunde drauf hat. Jeder darf. So, da ist auch irgendwie viel Quatsch bei, aber auch ein paar geile Songs. Aber irgendwie hat man da noch nicht so richtig den Style gefunden. So. Aber man merkt schon ein bisschen eine innovative Art von Musik und von Beats und diesen England-Einfluss und nicht diesen stumpfen, normalen Hip-Hop-Einfluss. Ähnlich hier gibt es auch 3, 4 Lieder, die ich total liebe und über alles verteidige, aber auch ein paar Lieder, die so irgendwie sind. Ich will hier weg, weg, jeden Tag das Gleiche. Zum Glück in die Zukunft, das ist, glaube ich, das wichtigste Album in meinem Leben, weil das der Durchbruch war für mehr Leute, für eine breite Öffentlichkeit. Das war alles sehr, sehr undergroundig, Freestyle, Cypher, maximal 120 Konzertbesucher. Da war man schon sehr glücklich, man stand eigentlich immer hinterm Vorhang. Hoffentlich gibt es noch eine Gästeliste, eine Abendkasse. Oder irgendwie kommen noch Leute. Und ab hier ging es dann ab. Da hatten wir dann 400, 500, die ersten Tausender Clubs verstrahlt. Wurde immer noch nicht im Radio gespielt natürlich, weil Hip-Hop nicht im Radio gespielt werden durfte, egal ob es ein Mega-Hit war. Also wenn Hip-Hop, davon gehe ich total aus, wenn Hip-Hop damals schon ein bisschen so angesagt gewesen wäre, wäre verstrahlt ein richtig, richtig, richtig krasser Hit geworden. Dieses Album war so ein bisschen der Game-Changer in Deutschland und eins neben Casper. Eigentlich diese beiden Platten dieses Hip-Hop-Ding ein bisschen geöffnet. Und es ist irgendwie komisch, weil es meine eigene Platte ist, darüber so zu reden. Aber ich glaube, diese beiden Platten sind Meilensteine. Ob man die jetzt so geil findet oder nicht, das sind einfach nur Meilensteine in dieser Hip-Hop-Entwicklung. Ich liebe diese Platte auf jeden Fall auch. Gib den Indianern ihr Land zurück. Grüner Samt ist eine ganz, ganz tolle Masi-Platte mit einem unfassbaren Vibe, wo wir die ganze Green Berlin-Crew und mit Jose und Kizimios, bei dem wir in Granada diese Platte gemacht haben und einen Film dazu gedreht haben. Da kam unsere erste, so diese Sucht, vielleicht mal einen Film zu machen, zum ersten Mal hoch. Und es war auf jeden Fall eine Platte, die sehr, sehr wichtig war und die auch Masi auf ein anderes Level gebracht hat. Und es einen richtigen Green Berlin-Boom und Hype gab. Dann kam der zweite Teil von Zum Glück in die Zukunft. Da war ja dazwischen noch so die Lila Wolken-EP. Da hatten wir mit Lila Wolken halt einen Riesenhit. Also so ein Platz 1-Song. Und das war also in der Single-Charts. Das war total verrückt für uns. Und dann gab es Kids und OMG, was auch total durch die Decke ging. Und die Platte hat sich auch jetzt 300.000 Mal verkauft. Und ist total die erfolgreiche Platte, obwohl sie eigentlich total deep und total schrammlich und undergroundig ist. Finde ich irgendwie dann immer ganz gut. Und zum Beispiel so ein Beat wie Kids ist so gar nicht, überhaupt nicht hitmäßig. Das ist ein totaler Stammelbeat, totaler Underground-Beat. Haben aber praktisch was Hookiges und was Hittiges mit Alarm-Job. Das ist das, was so drin ist. Aber der Beat ist überhaupt kein so ein. Ich mag sowas immer, wenn das so ein bisschen coolen Sound auch. Ring der Nebelung, das neueste Masi-Album. Eine unfassbare Dichte, eine unfassbare Tiefe, einen unfassbaren Vibe. Ist mein persönliches Lieblingsalbum von Masi, weil ein Monat Jamaika, es hat ganz, ganz eine totale Weiterentwicklung und so. Und es gibt so tolle Songs da drauf, die ich total wie 7 Leben oder irgendwelche verrückten Stories, die total, total out sind. Und es war eine ganz tolle Zeit, so 5 Wochen Jamaika mit 12 Leuten, mit deinen ganzen Freunden, den ganzen Tag Weed rauchen, angeln und Songs schreiben. Es war perfekt. Falls ich mal kein Geld mehr hab, was ich mir gut vorstellen kann, fange ich an beim Ordnungsamt, hinter euch am Porsche fahren. Und das ist das neueste Album. Also man sieht das ja auch hier perfekt, wie es untereinander hängt. Und so sehe ich auch die Musik. So, auf dem Album war halt noch der Junge mit der Zwille. Ich stelle mir das dann auch immer wieder so filmisch vor, so Plakat, du gehst irgendwo lang, da siehst du dieses Plakat und dir hält so ein Junge eine Zwille ins Gesicht und sagt dir eigentlich, mach keine Scheiße mit unserer Welt, so passt ein bisschen auf. So, weil es geht ja um die. So. Und wurde nicht ganz so eingehalten, deswegen ist auf dem nächsten Cover halt ein Mädchen, hat aber nicht mehr eine Zwille, die ja noch ein bisschen so spielzeugmäßig ist, sondern hat ein Schwert. Zeigt, ihr habt ganz schön viel Scheiße gebaut.
Also passt auf. Es wird alles krasser, es wird doller. Und naja, und dieses Schwert ist dann zuständig dafür, dass das dann da so liegt. Ihr merkt schon, es ist ein großes Konzept dahinter. Und es wird immer weitergehen.